Liebe Zuschauer, haben Sie schon mal was gehört von der Miyawaki-Methode? Also ich ehrlich gesagt bis heute auch nicht. Aber, und das ist das Schöne an unserem Beruf, man lernt ja nie aus. Also die Miyawaki-Methode ist eine Art der Aufforstung, bei der auf engstem Raum möglichst viele verschiedene Pflanzen untergebracht werden. Dadurch soll nach kurzer Zeit ein autonomer Wald entstehen, der sehr viel CO2 schlucken kann. Und wie genau das funktioniert, haben wir uns heute bei einer Pflanzaktion im Südharz angesehen. Die Fläche hinter dem Seniorenwohnpark ist nur gut 300 Quadratmeter klein. Aber in den nächsten Jahren soll hier Großes entstehen. Und dafür legen sich heute die Schülerinnen und Schüler der Sekundarschule Allstedt ins Zeug. Bei zugegebenermaßen nicht gerade bestem Baumpflanzwetter müssen in den nächsten Stunden über 900 Bäume in die Erde. Unsere Klassenlehrerin hat uns angemeldet zum Mitmachen. Ja, macht doch sehr Spaß. Das wurde ja alles von der Schule organisiert. Erst dachte ich mir so, naja, weiß ich jetzt nicht so, ob das so mein Fall ist, ob ich das gerne mache, aber im Endeffekt ist es eigentlich doch ganz schön und schön, sowas zu machen. Lange war Gunther Vollmann auf der Suche nach einer passenden Idee, die Brachfläche sinnvoll zu nutzen. Im Internet wurde der Geschäftsführer des Seniorenwohnparks schließlich fündig. Im Grunde geht es darum, auf kleinstmöglichem Raum so viel Natur wie möglich unterzubringen. Das Wäldchen wächst sehr gut. Ich bin mir sicher, dass wir bis Mittag unsere Bäume pflanzen können, die wir vorgesehen haben. Und die zwei neunten Klassen, die heute Nachmittag noch kommen, den Rest schaffen. Einmal fertig gepflanzt, soll der Miniwald später 30 Mal mehr Kohlendioxid binden als eine Fläche, die mit nur einer Baumart bewachsen ist. Die Ursprungsidee dazu kommt von einem japanischen Wissenschaftler, der sie in den 70er Jahren in Deutschland entwickelt hat. Die Miyawaki-Methode sagt, man ahmt die potenzielle natürliche Vegetation an dem Standort nach. Das heißt, man pflanzt nicht nur große Bäume, wie man das so im normalen Forstwald kennt, sondern auch kleinere Bäume, die Strauchschicht dazu. Also alles durcheinander gemischt, wie das auch natürlich im Wald vorkommen würde, der hier vor ein paar hundert Jahren in Mitteleuropa heimisch war. Das ist der Kern der Methode, dass man versucht, natürliche Wälder zu erschaffen. Und durch das dichte Pflanzen sorgen wir dafür, dass die Pflanzen in Konkurrenz untereinander kommen und dadurch schneller dem Licht entgegenstreben und dadurch schneller ins Wachstum kommen. Löcher buddeln bei Bodenfrost für Artenvielfalt und Klimaschutz. Nach dem Kaltstart heute Morgen können sich dann doch die meisten Schülerinnen und Schüler der 8. Klasse für die Baumaktion erwärmen. Ganz zur Freude der Lehrerin. Nach kleinen Anfangsschwierigkeiten alle zu motivieren, dass alle auch mitmachen, läuft es jetzt ganz gut. Es steht keiner da, es hat jeder was zu tun, es kann jeder stolz sein auf das Endergebnis. Und irgendwann in ein paar Jahren werden alle zurückblicken auf diesen kühlen Tag im November, als der Wald zu wachsen begann.